Wir haben es 17 Uhr, zumindest hier bei uns in Leipzig ist es so. In Tel Aviv ist es schon eine Stunde später. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Krebsmedizin aktuell, unserer traditionellen Veranstaltung zur Krebsforschung und aktueller Krebsmedizin. Heute freuen wir uns auch ganz besonders auf Gäste. Professor Elinav aus Tel Aviv ist uns schon zugeschaltet. Und wir haben dann auch Professor Stallmach dabei, der uns aus Jena über das Thema berichten wird. Das Thema heute ist Mikrobiom. Wen interessiert das nicht im Moment im Zusammenhang mit Krebs? Es gibt viele interessante Forschungsergebnisse und sicher auch das eine oder andere, was früher oder später unseren klinischen Alltag erreichen wird. Ich würde damit direkt abgeben an die Moderatoren von heute, an Frau Professor Köhl und Herrn Professor Aigner und freue mich außerordentlich auf diesen spannenden Abend. Ja, herzliche Begrüßung auch von meiner Seite und jetzt gebe ich aber direkt ab an die Anmoderatorin des ersten Vortrags, Ulrike Köhl. Okay, dear colleagues, it's a great pleasure for me today to welcome Professor Dr. Eran Elinav from the Weizmann Institute in Jerusalem. He studied medicine in Jerusalem at the Hebrew University, then moved to the Weizmann Institute, from there to the Yale University School of Medicine, and then back to the Weizmann Institute in the Department of Immunology, where he's heading now a research group focused on microbiome. We have already heard about that, and he's looking for effects on health and disease, which are a major goal in personalized medicine and also nutrition. And we are very, very curious to your talk. Very welcome. Thank you for the kind introduction, and I'm super happy to be talking to you, although only by Zoom at this point. And now I can see my presentation. Indeed, I study the microbiome and host microbiome interactions and how they may impact health and disease in a variety of health contexts. When we talk about the microbiome, I think that one picture may be worth a thousand words. And this is a scanning electron microscopy, a picture taken from a healthy terminal ileum with a magnification of 160,000. And you can see the villi protruding into the gut lumen. And above them, you can see what looks like a carpet of shoelaces. And this is your microbiome. And I think you can only already appreciate how extensive this microbial ecosystem is and how it is intimately connected to the human host below it. When talking about the microbiome, we need to remember that this is a very young field, only a decade and a little old, so we are babies. But given the popularity and the revolution that is introduced by this young field, I think that we can already hallmark four important concepts that will take us into the talk. The first of them is that we have a microbial ecosystem at any place in our body which interacts with the outside world. So we mostly are going to talk about the gut microbiome, which is the most extensive microbial community in the human body. But we have a microbiome in our oral cavity, in our skin, in our genitourinary tract, in our respiratory tract. And we increasingly appreciate that each of these microbial ecosystems is uniquely evolved to supply important functions that are unique to that niche in our body. The second hallmark concept that I would like to bring to your attention is that the microbiome is highly diverse. And if we were to sequence the microbiome of each and every one in this talk deeply enough, we would find that we each have a fingerprint of microbiome configuration that makes us unique. At the beginning, this was very scary to us because we all like to do research with reduced and uniform systems, but we've learned to harness this individual variability to try and use the microbiome in explaining how different people develop different clinical features of the same disease. And I'll show you at least one example in my talk. The third hallmark concept is that we may regard the microbiome as a signaling hub that integrates into it many signals that come from the human host. For example, the human genetics impact the microbiome, the human immune system impacts the microbiome, but also a great number of environmental factors, including the ones depicted in this cartoon,
impact the microbiome, which transmits all of these complex signals into the host, integrates them into the host communication system. And we view our role in life in trying to decode the alphabet, forming the language by which we and our microbes talk in health and during disease. And the last concept that I would like to mention relates to a set of discoveries that we and others made in the last 5 years, which taught us that the microbiome not only impacts the host at the niche where the microbes actually live, but microbes can secrete and modulate tens of thousands of small, potentially bioactive molecules, which we call metabolites, which can then swim to every cell and organ in our body. And this enables us to start and mechanistically understand how microbes that live in one place, for example, in the gut, could impact disease processes that occur miles away, for example, in our brain. Now, the microbiome is a very technological field because it's a very complex living ecosystem. And the major tool that we use to characterize the microbiome include next-gen sequencing, which enables us to characterize every gene of every microbe in a given microbiome community and try to understand the composition and the function of that community. And in the last 2 or 3 years, we've been extensively using mass spec in order to characterize these tens of thousands of bioactive molecules associated with the microbiome. This is called metabolomics. And in the last couple of years, we finally were able to culture many of the previously unculturable bacteria, which of course adds a lot of capabilities to our research capability. But the most important tool that we still use in order to bridge between correlation to causation, which is probably the biggest challenge of the field, are mice that are called germ-free mice, that are mice that are housed in these specialized isolators. This is a photo from the very large Weizmann Institute germ-free facility, in which they have no microbes in them or around them. So these mice are completely sterile and enable us to utilize a transfer system in which we transfer either whole microbiomes or discrete candidate microbes from humans or from animals that are inflicted with a disease, and to model what these microbes are doing in the mouse setting. And using all of these tools, we see our contribution in life in trying to contribute to this young field some more mechanistic understanding of host microbiome interactions. And if I were to break this down, we are trying to understand how the microbiome impacts human physiology, how human physiology impacts the composition and function of the microbiome, and what goes wrong when these communication channels between the two partners are perturbed that lead to a risk of developing many multifactorial diseases. And we and many others increasingly think that by gaining such understanding, we may be able to reach new principles that would lead to the development of microbiome-mediated disease treatment. And today, I'm going to highlight what I think is the state of the art of the field in terms of the development of microbiome-associated treatment, and would give you some vignettes from our own work. So when you look at microbiome-associated treatment in 2021, I think it is fair to say that we're still speaking about three very problematic and non-sufficiently evidence-based avenues of treatment that include prebiotic therapy, which is a non-personalized dietary intervention modality, FMT, fecal microbiome transplantation, which is a brute force replacement therapy of the microbiome of a sick person with a microbiome of a healthy person. It's been proven to be extremely helpful in several infectious diseases, such as Clostridium difficile, but much less so in more complex scenarios, and probiotic therapies, which is a very problematic and insufficiently evidence-based field, and I'm not going to go into it. However, I think that the prospect is very promising because with the development of lots of methodology that enables us to characterize in great detail the composition, the function, and the contribution of the microbiome to human physiology, we're trying to come up with more evidence-based and science-driven therapeutics involving the microbiome. And I would like to highlight very shortly 5 different avenues of research related to such future modalities of treatment. And the first is called personalized nutrition. You may regard this as our data-driven or science-driven variant of the prebiotic therapy that I've mentioned before. And this journey with personalized nutrition started around 7 or 8 years ago
when you know we were still faced with what we thought was the biggest epidemic in humans at present times. We didn't yet know of COVID, but still, I think one of the worst epidemics impacting us in the last century is what we call the obesity epidemic. You can see the great numbers and the rapid development in the U.S. In both adults on the top and children in the bottom. This is a pace of development of a disease that cannot be merely explained by genetic risk factors, which of course are part of the story, but we need to think of environmental factors which drive such a fast development of a disease. You know, one of the biggest suspects are dietary changes that have been really changing in the last century or so across the globe. So we started reading everything that forms the basis of what you and I are doing in our daily dietary life when we try to come up with what we hope would be a healthy diet. And we came to the conclusion that most of what we do is based on very small-scale studies, mainly from the 1970s, which focused on giving foods or food components grades or numbers. For example, calories are such a great number. And we all use intuitively these numbers attributed to different foods in trying to mix and match and come up with what we hope would be a healthy diet. For example, the most widely used grading system is called the glycemic index. And indeed, this is a system that was developed based on very small human trials in the 1970s, usually including 10 healthy human individuals that volunteers to a study in which they were given an identical food, and then their blood sugar levels were measured for 2 hours. So if these 10 people would be given an identical piece of celery, their blood sugar levels would be measured, and they would spike in average their blood sugar levels, just like in the black graph, and this small spike would be given a number, and this number would be denoted as the glycemic index of celery. And now if these 10 people would be kindly asked to eat an identical piece of chocolate cake, then their average spike in blood sugar levels would be the higher glucose blue curve, and this higher spike would be given a bigger number, which would be denoted as the glycemic index of chocolate cake. And if you look in your smartphones, you would find that there are endless tables denoting glycemic index values to any food and food component on Earth. And take my word for it, any diet that you've ever tried, whether you went to a physician, to a dietitian, to you bought a book at the airport, is probably based in one way or another on this glycemic index system. But here comes the big problem. When we repeated the small-scale experiment from the 1970s, but this time instead of using 10 healthy human individuals, we used 900 healthy human individuals, and we've given them many different test foods in the left or real life foods on the right and measure their blood sugar levels after they consume these foods, we found that the average rise in a blood sugar response to any given food is exactly the glycemic index of that food. So the system itself is inherently correct. However, when we looked at the individualized level, we found to our utter surprise that people eating the same exact food could be dramatically different in their glycemic responses to that food, despite the average values presented by the glycemic index. So you can see on the left that even if you give these 900 people 50 grams of glucose, some would spike to diabetic levels, others would not spike at all. On the right side, you can see examples of thousands of foods that we've now measured that all have a huge variability in people's responses to them. So this already told us intuitively that this concept, which we try to follow of a one-size-fits-all diet or of grading the foods, is inherently flawed, because if your response to a given food is opposite than mine, then the same diet cannot be good for both of us. And this eureka moment gave rise to a very ambitious project, which we termed the Personalized Nutrition Project, in which we took these 900 people and we kindly asked them to give us a week of their life. And during this week, we've sampled them extensively for their gut microbiome. We've tested them with many blood tests. They filled many, many questionnaires. We measured them. We developed a smartphone app for this project. And so they told us during a week of follow-up what they were doing, when they were going to sleep, when they were waking up, what they were eating, how much they were eating. And we connected them to a continuous glucose monitor, which measured their blood sugar levels for every 5 minutes for the entire week. So rather than having 10 people in the 1970s each tested six times by a skin prick test,
Here we had close to 1,000 people, each giving us 2,500 glucose measurements during a week of follow-up. And once the follow-up week was over for these participants, our students took all of the data generated and used machine learning and AI technologies in order to devise algorithms that are aimed at predicting a person's response to any given food or any given diet, even diets that were never included in the week of follow-up. And I'm now presenting to you the gist of the results. This is a slide representing 5 years of work, but you can see on the left what is the gold standard right now when we go to a dietitian and we ask to have a diet that would lower our blood sugar levels. There is some good recommendations that we get. We usually are recommended to reduce the carbohydrates in our diet, and the predictability of this approach is calculated to be 0.38. But when we use the data-driven personalized approach that we've developed, we dramatically increase our ability to predict a person's response to any given food, not only foods that he eats, to around 0.68. And as it is mandatory in these machine learning experiments, at some point you have to freeze the training of the algorithm and apply to a blinded new cohort of people that were not involved in the training. And you can see on the right that the results were comparably high, making us quite happy, but now it was time to put ourselves to the real life test. So to do this, we recruited a group of individuals that were pre-diabetic, and pre-diabetes is perhaps the most common and alarming part of the obesity epidemic because, you know, only in the US it is estimated that 40% of all adults are pre-diabetic. They already have disturbances in the blood sugar level, and 80% of them would progress to full-blown type 2 diabetes within the next decade of their life. And we have very little to offer them to reverse that trend. So we took this group of pre-diabetics, we put them through our process, but this time we asked our computers to generate for each individual a set of personalized good diet and a set of personalized bad diets. And we asked each individual to eat his or her good diet for a week and then his or her bad diet for a week while we extensively monitored them. And we made sure that the good and bad diet would be isocaloric, so not to blame the calories. And to make a long story short, even a week of good dietary intervention, personalized intervention, of course the diets were different between each participant, they were personalized and they were very counterintuitive, but even a week of personalized intervention dramatically improved the blood sugar control in these pre-diabetic individuals towards healthy levels. And this could be achieved with some people, you know, eating some chocolate as their good food or not eating, you know, sushi as their bad food. And when we revisited the algorithm in retrospect after the study was over, we were quite pleased to find that among the many features that this unbiased approach uses, they use many signals coming from the microbiome. In fact, today, when we did over 100,000 of these individuals, we can only use the microbiome and some clinical features to get at a very similar predictability. And so this, you know, created a new field, and many people have reproduced our findings in other populations across the globe. But the big question was whether this personalized data-driven approach would be beneficial over a longer term of follow-up. So we've just completed a larger randomized controlled trial, including 200 pre-diabetic individuals, which this time were randomized into those receiving the gold standard American Diabetes Association diet or the personalized data-driven algorithm diet, and we followed them for a whole year. And this allowed us to look at clinical features, and you can see an example of three different glycemic control measures that we took that are all mildly increased in the people that are taking the gold standard of care diet. This has been published extensively. But the people that take the data-driven diet in green dramatically improve more than the standard of care, and the compliance and the durability of the treatment are much improved. So this was my example of how personalized use of the microbiome could improve our dietary approaches. And a second avenue of microbiome intervention involves microbiome transplantation. And I've mentioned fecal microbiome transplantation as the first example of such successful transplantation, but I'll want to mention a different type of transplantation which we've developed and published recently,
which involves a different microbiome, the vaginal microbiome. And just to remind everyone, the vaginal microbiome is a very interesting microbiome, which is predominantly inhabited by species from the Lactobacillus genera, and you can see on the left, but in a very common disease impacting billions of women worldwide called bacterial vaginosis, this Lactobacillus-dominated vaginal microbiome is replaced with a mainly anaerobic microbiome configuration on the right, which causes a lot of discomfort, discharge, smell, interpersonal problems, and so on and so forth. So this bacterial vaginosis problem is perhaps the most common infectious disease in the world, but it's actually very much understudied. And it is caused by the microbiome. Now, moreover, while most people with bacterial vaginosis are treated with antibiotics, there is a very large minority of these people, of these women, that are affected by what we call recurrent or intractable bacterial vaginosis, which is unresponsive to antibiotics. And you can see that the numbers are staggering. Around 10% of all women worldwide could have intractable bacterial vaginosis, mainly from populations of lower socioeconomic status. The relapse rates are huge. And in addition to the quote-unquote regular complaints associated with bacterial vaginosis, such as low body esteem, interrelational difficulties, and so on and so forth, these intractable bacterial vaginosis patients suffer from a dramatic increase in the risk of developing a number of gynecological and obstetric complications, such as the one depicted here, and there is no treatment to this common disease. So given the experience with fecal microbiome transplantation, helping people with intractable Clostridium difficile colitis, we thought that maybe this disease in the vaginal microbiome could be benefiting from vaginal microbiome transplantation. So for a few years, together with colleagues from OBGYN in Jerusalem, we've developed this system, including many safety measures that we've developed that allows us to transfer the vaginal microbiome from healthy to intractable bacterial vaginosis patients. And then we've tested this in the first in-human trial involving a few intractable bacterial vaginosis patients that were suffering from decades without any cure. And this is the result. In the y-axis, you can see the clinical score that is used to quantify the severity of bacterial vaginosis. You can see that all of these women spiked every few days to the maximal grade. So they had very severe and really cureless disorder. And after we've transferred into them the healthy vaginal microbiome from healthy volunteers, all of these women went into complete remission, and we've now been following them for over 4 years. So this was quite a miracle for us, and it was even more impressive when we sequenced the vaginal microbiome in these donors and recipients. So you can see that the starting point is one in which the five intractable bacterial vaginosis microbiomes in full red dots are placed in this principal component analysis very distantly from the three colorful full circles, which represent the three donors which we used in this small-scale study, meaning that the microbiomes of the five intractable bacterial vaginosis patients are very distinct from the three healthy donor microbiomes. But what was really amazing was what happened after successful vaginal microbiome transplantation. You can see the errors in which the configuration of the microbiome moved from the full red dot towards the healthy configuration. So the microbiomes completely reverted to the healthy configuration in parallel to the clinical improvement in these patients. So, and of course, we're now following up on this with a multinational trial that is aimed at doing this in a much larger scale and controlled system that would enable us to learn more about this potential treatment of this very common disease. So this was my example of how microbial or microbiome transplantation or transfer could be developed further into a human treatment. The third avenue of treatment is what we call, involves these metabolites, these small bioactive molecules, which I've mentioned at the beginning of my talk, to be very abundant. Tens of thousands of these small molecules are generated or modulated by the microbiome. And we know very little about them. So this, you can regard us as a huge biochemical factory full of potentially bioactive treatments, which we just never studied.
And by understanding the activity of these small molecules, we can develop them into treatments and bypass the entire microbial diversity that is so limiting. In other words, by replenishing a missing metabolite, you can treat a risk that is provided by the microbiome in a given disease, or by blocking the signal of a bad metabolite, you can do the same in other contexts. And we call this treatment postbiotic therapy. It's becoming very popular. I'll just give you one small example of one of maybe the first study that we've done in this space, in which we've extensively studied the potential causal contribution of the microbiome to a devastating neurodegenerative disease called ALS, or amyotrophic lateral sclerosis. It's a disease impacting humans throughout adulthood, and it manifests as muscle weakness all the way into mortality. It's close to 100% mortality within 3 to 5 years of diagnosis. No treatment is available. And given the fact that this disease is so clinically variable and so not defined in terms of the genetic risk, we thought that maybe the environment through the microbiome could have any modulatory role in this disease. And we've extensively studied this in models in mice. I will not bore you with all the details, but to make a long story short, we found that in our facility, depletion of the microbiome by antibiotic treatment or by doing experiments in models of ALS in germ-free mice, we could make disease much more severe, implying that some bacteria in our vivarium are somehow improving disease phenotypes, and once you get rid of them, disease becomes more severe. And we've extensively studied these bacteria. We found 11 bacteria that impact ALS. 10 of them made disease more severe, and one bacteria called Akkermansia muciniphila made disease less severe. And this became the focus of our studies. And using biochemistry and metabolomic studies, we came up with 27 small molecules that are potentially mediating this beneficial effect. And one of these molecules, nicotinamide, is the one that we've most reproduced a beneficial effect. And you can see here an example of an experiment in which we replenished this molecule, which is naturally absent in ALS-prone mice. And by doing so, we dramatically improved disease features. Here we studied disease using three different motor strength quantification system in mice, a rotor rodent grip test. The higher the score, the stronger the mouse, and the neurological score, the higher the score, the weaker the mouse. And you can see that in green, once you replenish this missing metabolite, you improve disease in all of its features, and you also improve survival in these mice. And then we moved on to human patients, and we've assembled a large cohort of ALS patients and family members used as controls in Israel. We characterized their microbiome, we characterized their small molecule repertoire, both systemically in the serum and in the central nervous system by doing this in cerebral spinal fluid. And to make a long story short, we found that the microbiome was distinct between ALS patients and controls. And more interestingly, the small molecule repertoire was distinct in many different ways between patients and controls, and one of the missing metabolites in the patient population, even within the brain, was nicotinamide, was the molecule which we have identified in mice. And we're now following up in many studies across the world in trying to better understand in the human setting which of these molecules and bugs may be potentially beneficial, and whether we can even supplement some of them to ALS patients in order to modulate or slow down their disease course. So this was my example of a postbiotic therapy approach, and many people are studying this mechanistically in many different diseases. A fourth avenue of treatment represents one of the biggest unmet need in microbiome research. Now, imagine that you would find a bacteria that contributes to disease progression or disease severity in a given context. What do you do with it? How do you get rid of this bad bacteria? And if you think about it, this is a huge unmet need because antibiotics cannot be the solution. They're not specific enough. Most of the bacteria involved in the microbiome that cause disease are particularly antibiotic resistant. And antibiotics cannot be given forever. They have many adverse side effects, and you know, the emergence of resistant strains is a huge problem. So really we have no
targeted solution to get rid of a bacteria when it implicates in disease. So many people are trying to come up with different solutions. The one solution I'm going to mention here is one that we're pursuing, which involves specialized viruses, which are called bacteriophages. And these are special viruses because, in contrast to the bad virus which we're all fighting these days, these are viruses that only infect and destroy bacteria. So there's no evidence of any receptors on eukaryotic cells for bacteriophages, making them exceedingly safe to human use. And bacteriophages have this arms race with their target bacteria because they infect and kill bacteria, and then bacteria develop defense mechanisms that are aimed to make them resistant to these bacteriophages. For example, CRISPR, a restriction enzyme, these are all bacterial antiphage mechanisms. But we thought that by developing a therapy involving a cocktail of bacteriophages that would target a given bacteria through different mechanisms, we could bypass this arms race or this resistance and generate a silver bullet targeting approach that would take one bacteria out of the microbiome without impacting the entire critically important ecosystem. So, you know, we've in this project, which is now 8 years in the making, we've developed many big pipelines enabling us to isolate and characterize in great detail thousands of small phages against many bacteria, and then we've generated these cocktails and tested them at different preclinical scenarios. One of our most advanced projects in this arena involves a project aimed at developing a phage cocktail against Klebsiella pneumonia, which is implicated both as an infection agent but as a contributor of many non-communicable diseases such as IBD and others. And you can see here that what's really cool about this approach, in addition to its safety, is the fact that this is a live viral therapy. So as long as the phage cocktail has a target to attack, it would find it, it would multiply within these bacteria, kill them, and then propagate to the new targets around them. So you can see here that when we infected mice with the Klebsiella bacteria that the phages target, if you give the right phage cocktail once or you give it several times, you get the same sharp decline in the bacterial load because the virus can propagate as long as there is Klebsiella to go into. And this resulted in a very nice clinical improvement once we gave the right combination of phages in the most advanced cocktails, and this is going into human experimentation, I hope, in the next few months. And finally, I would like to highlight one particular part of this host-microbiome interactome, which is sometimes neglected, which is the host. And you know, the host is a very important part of this equation, and by understanding how the host contributes to the interactions with the microbiome, we can identify more and more targets in the host, and this could be a part of many solutions. And just to highlight one example from a recent study which we published in trying to identify targets both within bacteria and the host, a very talented postdoc at the lab, Alexandra Kolodzikic, which we name Ola, studied the potential role of the microbiome in a devastating human disease called acute liver failure. And acute liver failure is a disease impacting people inflicted with many acute insults to the liver, mainly both in adults and children, people intoxicated with hepatotoxic medications such as paracetamol, the most common of these medications. And regardless of the cause of acute liver failure, once it develops, there's an 80% chance of mortality unless an urgent liver transplantation is allocated. So this is quite a severe and cureless disease. And we wanted to understand it from both the host and the microbial side. So Ola started with mice, and she developed, she used two very commonly used models of acute liver failure, one involving paracetamol. This is the APAP model, another involving another toxic chemical called thioacetamide, which induces a more autoimmune liver toxicity. And she measured, you know, the liver enzymes as a measure of liver damage, histology, and so on and so forth. And what Ola did is to use these two models and use single-cell transcriptomic analysis
to try and understand the entire genetic expression profile at the cellular level during the development of acute liver failure. You can see here an example of one of our results on more than 50,000 cells analyzing this advanced modality. And what Ola found was that upon the development of acute liver failure, there are three new previously undescribed cell states that only are observed during acute liver failure. And these are cell types or cell subsets or cell states. You can choose how to call them. Subsets of endothelial cells, subsets of the endogenous macrophages of the liver, the Kupffer cells, and a peculiar subset of stellate cells, which are implicated in chronic fibrosis. But we found that upon the induction of acute liver failure, they develop into a subset that was never characterized before. And so this was very interesting to us from the host side. And when we further looked into these three new cell subsets into their gene expression profiles, which is what we do in single cell transcriptomics, we were surprised to find that all three cells seem to upregulate a signature which is very much MYC transcription factor regulated. So you can see that there's 82 genes that are common to these three new cell types. All of them are regulated at the promoter site by MYC signaling. And we've tested this very comprehensively. This is not a coincidence. And of course, this is a nice observation or correlation, but to see whether it is causally impacting acute liver failure, we generated a set of experiments using the two models, but this time we've also added a competitive MYC inhibitor. And indeed, when we measure the severity of acute liver failure, in the absence of MYC failure or upon inhibition of MYC signaling, the severity was attenuated quite dramatically, both by the infiltration of immune cells into the liver, the levels of liver amino transferases, and by histological severity scores. Now, when we performed single cell transcriptomics in these MYC inhibited livers in these experiments and looked at the MYC signature, you can see on the top the 82 gene expression, the 82 genes that are all MYC regulated and seem to be regulated by MYC in these three different cell subsets. And in the bottom, you can see an example of one of these genes, one hallmark gene, CCL2. And you can see that, again, during a steady state in a healthy liver, these genes are turned off, almost no expression of any of these genes. Now you induce acute liver failure, no matter which model you use, you can see a dramatic upregulation of these 82 genes in all three cell types, including CCL2 on the bottom. Now you induce a competitive inhibition of MYC, and this entire signature goes off. So there seems to be a very strong link between MYC signaling and the ability of these three cell types to generate themselves. And we've also discovered that upon generation, these cell types contribute to the destruction of the liver by secreting massive amounts of cytokines and chemokines, creating a vicious cycle. And this is all inhibited by the MYC inhibition. Now, the next question, so this was the hot side, and now we ask ourselves whether the microbiome contributes to acute liver failure or maybe to even to this new pathway in these three cell states. So to do this, what Ola did is to repeat the induction experiments of acute liver failure using the two models, but this time doing it in the absence of a microbiome in germ-free mice or in mice that were depleted of their microbiome by a wide spectrum antibiotic therapy. And indeed, when she did this, the depletion of the microbiome was associated with a very dramatic improvement in the severity of acute liver failure in both antibiotic-treated or germ-free mice. And you can see that the liver enzymes are improved, the infiltration of immune cells into the liver is improved, and histologically the livers look much healthier in the absence of a microbiome. So it seems that the microbiome generates some upstream signals that regulate acute liver failure, at least in these models. And then we performed single cell transcriptomic analysis of microbiome depleted or not depleted livers during acute liver failure. I'm just showing you two examples of two of the three cell states or cell subsets which we've developed. In the y-axis, you can see the expression profile of genes in the colonized setting in SPF mice. And in the x-axis in this experiment, you can see the gene expression profile in non-colonized, in germ-free mice. And as I've shown you before, you induce in the colonized condition, you induced
acute liver failure. And these 82 genes are overexpressed in colonized conditions, but upon germ-free conditions, these genes stop being expressed. And this is highly, highly significant. This is also true for the third subset, meaning that the pathway and the cells that we've identified that regulate, that are regulated by this pathway, are completely dependent by a set of upstream signals coming from the microbiome. And of course, the next question is, what are these signals and how can we decode this entire new pathway that regulates through MYC these three stealth states? And the obvious candidate for such a pathway is the toll-like receptor signaling pathway, because we know that toll-like receptors impact and regulate MYC by a set of very known adapter proteins that upon activation result in the activation of MYC. And all of this system is triggered by either damage-associated molecular proteins, such as the ones generated during the destruction of a liver in acute liver failure, and by microbial associated molecular patterns that can come from the microbiome through the portal circulation. Now, to prove that this is indeed the pathway that links the microbiome to MYC signaling to the cell state, we've perturbed the major adapters along this toll-like receptor pathway, either genetically or by competitive non-inhibitors. Just to give you one example, when we repeated these acute liver failure experiments using mice that do not have any toll-like receptor signaling, these are MYC-mediated TRIF double knockout mice, and we performed single-cell transcriptomic analysis of their livers during the induction of acute liver failure. Again, you can see the 82 genes on the top, an example of one of these genes, the CCL on the bottom, and you can see that upon the induction of acute liver failure, this 82 gene signature turns on, and so you see all of these genes are highly expressed on the top. CCL2 is highly expressed also as an example in the bottom. And now you do the same exact treatment, the same exact acute liver failure in mice that do not have any toll-like receptor signaling, and this entire 82 gene signature is shut off. CCL2 is almost completely shut off as well. So it seems that the absence of a toll-like receptor signaling impacts this entire pathway. And then we repeated these experiments using competitive inhibitors of each and every one of the adapters in this very well-known pathway. And to make a long story short, we found that the signal coming from the microbiome is mediated through MyD88, IRAK4, TAC1, MAT kinase, P38, regulating MYC, and then regulating the generation of these three new cell types. And finally, we wanted to scrape the surface and see whether this has some human relevance. And to do this, we collaborated with the leading liver transplantation center in Israel, and we've allocated liver samples from a few acute liver failure patients that were undergoing urgent liver transplantation. And we've also allocated the liver sections from their healthy, quote-unquote, donors. It's quote-unquote because these were cadaveric dead donors, but nonetheless, the livers were healthy. And then when we stained for either total MYC or phosphomic, you can see almost, you know, a black and white picture in which acute liver failure was characterized by a very dramatic and diffuse activation of MYC signaling, while healthy livers were completely shut off for this transcription factor, at least providing some preliminary examples of a possible relevance of our finding in mice to the human setting. So just to summarize this story, we came up with a new system or a new pathway which regulates three new cell states in the liver, which is completely shut off during health, but is turned on by signals coming from the microbiome and from the damaged liver during the induction of acute liver failure, and turns on the transcription program, resulting in the generation of three new cell states which contribute to liver damage through a variety of mechanisms, which we've shown. But importantly for us, by understanding the molecular mechanism of this discovery, we were able to identify checkpoints along the pathway involving either the host or the microbiome that could turn it off and therefore improve or even prevent the development of acute liver failure. And these could be potentially further developed as potential therapies for this cure this disease.
And so what I've tried to show you is that we're working on several avenues. Other groups are working on more avenues of microbiome-associated treatment. But I think the unifying theme is that by understanding deeply the characteristic, both the compositional and the functional characteristic of the microbiome, we hope and believe that we would be able to find and allocate the mechanisms resulting in microbiome modulation of human physiology and human disease and utilize them as potential future sets of intervention. Now, since this is a cancer form, if I understand correctly, I just want to end by saying that in the last 3 years, the world of microbiome has turned into cancer, and to make a long story short, almost any process associated with cancer development, spread, metastasis formation, and response to treatment has been suggested with some varying degrees of evidence to be involving or potentially involving the microbiome. So this has become a very very promising and very interesting new field, and we've engaged in it by opening up and establishing a cancer microbiome division at the DKFZ in Heidelberg in parallel to my quite large lab at the Weizmann Institute of Science. And in Heidelberg, we apply many of the technologies that we've developed at the Weizmann in studying the associations and the causative correlations between the microbiome and different aspects of cancer. Just to give you one small example, one of our projects headed by a very talented young PI, Christoph Stein-Thoringer, and a computational biologist, Dr. Ali Zamir, we're trying to understand how the microbiome may impact the responsiveness of patients undergoing CAR T therapy, immunomodulatory therapy, to their respective treatments. And we have very interesting preliminary data that points towards such a regulation, and we're further trying to understand them. In a different project, we try to understand how the oral microbiome, one of these other non-gut microbiome, impacts colorectal cancer. This is headed by a talented postdoc called Nisa Kulin. And in a third collaborative project with Matthias Heitenwelker, we're trying to connect between the microbiome, the propensity to develop non-alcoholic steatohepatitis, and associated liver cancer. And there too, we're starting to see some signals that seem to be very interesting for us. So with that, I'd like to finish and to thank the large group of people that have joined me and are working with me at the Weizmann Institute of Science, coming from around the world, our collaborators and our funding agencies. And as I've mentioned in the last year or two, our cancer microbiome division, also at the DKFZ, the very, very talented people. And I'm hopeful that and quite certain that we would be able to show some interesting findings related to the microbiome in the context of cancer. And I think I'll stop here and thank you very much. Yeah, thank you very much, Dr. Elena, for this really fascinating and interesting talk. I'm sure that there are a lot of questions. Now, I cannot see all the participants, so I think it's easiest to just put a note in the chat, just question mark or anything like this, that I can see everybody. Ulrike Köhl. Probably I may start. A really fascinating talk. Thank you so much. And I also really like your models about the acute liver failure and the influence of the microbiome and what to do with personalized medicine in the future. But I have a question to an early part of your talk where you showed that this personally tailored diet reduced the postprandial glucose response. And you showed this difference between standard diet and algorithm diet. How is it really possible to avoid any bias in terms of other factors which influence the glucose level, like sport or something like that? Is it possible really to evaluate in multivariate analysis which are the other factors which have an influence, or how do you perform that? Yeah, it's an excellent question, and the answer, I would divide the answer into a few parts. The first is that, of course, in clinical trials, especially in the large scale clinical trial which we're now in the process of publishing, you try to control for these factors. So you don't want one group of individuals giving one of the two diets to be more exercising than the other. So there you try to
to control for these potentially confounding variables. The other part, I think more interesting for us, is that remember that many of these features, for example, exercise level, are input features into the algorithm itself. So actually the algorithm uses many of these what you call confounding features in order to come up with an accurate diet. But you're absolutely right. You know, the world, if you look at dietary studies, many, many, many problems there, you know, and it's very hard to blind for dietary interventions and so on and so forth. I think that we're doing a decent job in trying to control for it, but, you know, it is what it is. Thanks. Okay, if there are further questions, again, please use the chat function to identify yourself, that I see that you have a question. In the meantime, I would like to come back to your postbiotics section. You mentioned the molecules generated by the microbiome and that there are differences between the bacterial strains, obviously, with regards to the metabolites which are synthesized. Now, here's my question. How much would this metabolite synthesis also depend on the surroundings, on the culture conditions, on the growth conditions, even perhaps on the presence of other bacteria in the surroundings? You also mentioned in the beginning of your talk that it's sometimes kind of tricky to really culture certain bacterial strains and that it took quite some effort to get them really into culture. So would these culture conditions affect their synthesis function? And so would that affect the setting of metabolites and so in the end the performance with regard to pathology? Again, a very good question, and the answer is a strong yes. You culture bacteria, and any change, any deviation in your conditions would dramatically change both the gene expression profile of these bacteria, their proteome, and their metabolite modulating capacity. So even, you know, taking a small, very simple example of a lab strain of E. coli and moving it from stationary to exponential phase, which results in dramatic changes. However, to emphasize what we do, we've developed all of these proteomic or metabolomic systems to be suited to the in vivo setting. So for the exact reasons that you state, I hate doing these in the in vitro setting because of all the confounding factors that you mentioned, but we actually measure them either in serum, portal blood, in the microbiome, in CSF, you name it, depending on the question, in the in vivo setting. And yes, they would be dependent on diet. They would be dependent on a multitude of factors, including bacterial-bacterial communications, which we are very, you know, bad in understanding these days. But the downstream small molecule levels is what we measure, regardless of what regulates them in the in vivo context, either in humans or in models of mice. Okay, so I realized that the culture conditions would rather be a confounding factor. To put it, or to see it from a more optimistic viewpoint, could it also be the other way around, that you could actually fine-tune or condition bacteria to work in a certain extent? Is that feasible, or is that, well, not possible right now? Absolutely, and this is also, you know, I didn't want to give you more avenues, but this is actually something that we and others are working on very extensively. We gave this the very sexy jargon name, precision probiotics, but it is exactly what you're saying. So just to give you, for example, to go back to the ALS example that I've shown you before, we've discovered one bacteria called the Acromantia mucinifila, which is the bacteria which generates this bioactive metabolite, which in our hands and in others' hands improves ALS. Now you take this bacteria to the in vitro condition and you can actually prove mechanistically what the machinery is. You can knock down genes along the pathway of the nicotinamide generation pathway, which we've done in this paper. And now you can make the bacteria better than before by generating strains of bacteria that would make more of this small molecule. And these are the precision probiotics that are the holy grail of the field for future years. Okay, thank you. I'm still looking for other questions. Are there any other questions? Ulrike. Yeah, I have another one, probably a little bit a scenic one or a curious one.
from somebody who is already running a lot of cell and gene therapy trials for personalized medicine, where we are now moving from autologous CAR T cells to the allogeneic side to address more patients, and also using in the allogeneic side also now pooled MSC banks. Yeah. And so this goes a little bit in the direction of the microbiome, where I don't have any experience, but it's now growing and you have this fantastic data. Is there anything known whether it's good to make a mixture of different microbiome from different patients for these gut transplantation, to have something like a homogeneous microbiome at the end? Or is this a very silly question? What's your opinion, or is anything known? Yeah, no, it's not a silly question at all. I would give you my two cents on fecal microbiome transplantation. I think that it's a wonderful proof of concept to the potential power of the microbiome. You know, in the landmark New England Journal of Medicine study on fecal microbiome transplantation in C. difficile colitis, you know, the mortality rate in antibiotic-resistant colitis in that cohort was 93%, and basically almost all the patients that were treated went home healthy. So in the right context, this is a wonderful treatment. However, it is a treatment which you don't know what you're putting into the patient. So many adverse effects could also result from it. So my two cents is that down the road, we would probably want to do something more reproducible and more defined than fecal microbiome transplantation. With that said, to your question, there's been very compelling evidence suggesting that the responsiveness of cancer patients to cancer immunotherapy is very much associated with changes in the microbiome. And in the last few months, there have been even science papers showing preliminary data from transplants of fecal microbiome from melanoma patients that responded to immunotherapy to melanoma patients which were resistant to immunotherapy, making some of them sensitive again. So, you know, the jury is still out there. There's lots of excitement in the field, but I would caution that there's also a great deal of uncertainty, both in regard to efficacy and to potential adverse effects. So we need to be patient, I think. Thank you. Are there other questions? Perhaps then just unmute yourself and ask your question. Okay, that seems to be a little bit monopolized by the chairs, but I'm sorry, I have another question for you. I have the impression that you mainly focused on low molecular weights compounds secreted by the bacteria with regards to their contribution to pathology and possibly also to treatment. Now, how about the transcriptome? I mean, bacteria are also able to secrete extracellular vesicles, which I think in the case of bacteria are called outer membrane vesicles, OMVs, which may also contain transcriptomic components, for example, small RNAs, things like this. Since I'm a non-coding RNA guy, that's of course what I have to ask. Would these components also contribute? Do you have any data on this? Fantastic question. We have an ongoing project on OMVs. And we focus specifically on bacteria which are firmly attached to the mucosal layer of the gut, because, you know, with OMVs, it's a matter of diffusion of these vesicles. They need to go into the host cells, so it's a nanomolar distance, so you need to focus on the adherent bacteria. I don't know yet whether the biological activity would be interesting, but we're trying to understand. I think it's a fascinating option which we're trying to explore. And just to also mention another aspect which, you know, I think we're very bad at and we're starting to scratch the surface. Everything I've told you today is about small molecular, polar, nonpolar molecules, but what about proteins and peptides? There are tens of thousands of proteins and peptides associated with the microbiome. We know nothing about them. So we're really trying to start and understanding something about these potentially bioactive proteins and peptides. I hope we can share some new data soon, but just to teach all of us how early the state of the field is and how much unknowns are out there in terms of the microbiome. Okay, thank you very much. Any further questions?
I think Andreas Dietz is just writing something. Yeah, Andreas Dietz is typing. So is that the beginning of a question? Not yet. Anybody else? Any other questions? Okay, here's the question. What is the current opinion of creating positive effects on PD-L1 inhibition of cancer by modification of the microbiome? A good question, and this is exactly the question related to what I've said about preliminary trials published in fancy journals suggesting that not only one could differentiate based on machine learning algorithms between patients who are bound to be PD-1 or PD-1 responsive or PD-1 non-responsive, but actually people start to suggest that by replacing a person's microbiome, one can impact their responsiveness state. These are very early studies, so the jury is still out there. But down the line, if this is true and correct, one could think of using all the avenues which I've shown you in my talk as potential rational interventions that would turn a cancer patient's microbiome towards a more immunoresponsive microbiome, for example. So if the biology is there, my hunch and my hope is that in a few years we would be able to harness all of these technologies to change the microbiome or some of its component towards ones that would benefit the patient. Okay, thank you. Are there any other questions? I don't see that at the moment. Then, Dr. Elinov, thank you again for this fascinating talk. I think it's really stunning to see in how many processes the microbiome is involved and how much there is to discover, not only in the field of cancer, but also in many, many other diseases. And it will be really fascinating to see how these projects proceed. Thank you so much for your fascinating talk. Thank you, and hope to see you next time in person here in Leipzig, not just on the screen in the digital mode, but we are happy that at least this was possible at that time and that we could were able to attend your presentation. Thank you so much. Sure, my pleasure. Good night, guys. Will you be able to stay for the second presentation? I mean, I'll start, but then my kids and wife will kill me if I don't join dinner. So we're an hour late. So. Certainly, we don't want that, but we are happy if you are able to stay a little bit longer. So now it's my pleasure to introduce our second speaker, who is Professor Andreas Stallmach from Jena, from our partner university, I may say, in terms of our cancer center. Let me briefly introduce Professor Stallmach. He has studied medicine at the Free University of Hamburg and then stayed there as a scientist for a couple of years and also completed his habilitation. That was in 1993. He then went to the University of the Saarland as Oberarzt der Inneren Medizin, and he was also Heisenberg. He also obtained the Heisenberger Fellowship of the Deutsche Forschungsgemeinschaft, and he became assistant professor there in 1997. Then after a brief 2.5 years intermezzo in Essen, he then eventually went to the University of Jena as Leiter der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährungsmedizin. As the director of the section of gastroenterology, hepatology and infectiology. And in 2013, he became Director der Klinik für Innere Medizin 4. So he's still in Jena, which is our partner university. We are very happy now. So without further ado, I hand you over. The podium is yours, which is a digital podium only, but the podium is yours. And your title is Gastrointestinalis Microbiome and Malignoma. Professor Stallmach, please go ahead. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe einen Teil Ihrer sehr freundlichen Einführung gehört. Ich bin Gastroenterologe und betrachte die Onkologie aus der Distanz mit einem gewissen Interesse. Und diese Distanz hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert,
weil das gastrointestinale Mikrobiom und Erkrankung doch zunehmend von Bedeutung geworden ist. Und Sie sehen hier unten mal in meinem Einführungsdia die raketenwissenschaftartigen Anstieg der Publikation, wenn Sie gastrointestinales Mikrobiom und Malignome eingeben. Das heißt, das ist tatsächlich das, was wir als Rocket Science bezeichnen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich versuchen, Ihnen ein bisschen meine Sichtweise der Dinge darzustellen. Wenn ich über meine Sichtweise spreche, dann ist es sicher immer noch so, dass wir in der Ecke einer Philharmonie stehen und einem Orchester lauschen, der Musik lauschen und nur partiell verstehen, wie diese Musik entsteht, wie diese Musik dirigiert wird. Wenn wir selber eingreifen wollen, dann müssen wir doch feststellen, dass unsere Kompetenzen doch noch sehr reduziert sind. Und von daher ist vieles, was ich Ihnen jetzt präsentiere, vielleicht schlaglichtartig, gibt aber durchaus die Basis für spannende Diskussionen. Und der erste Punkt, den ich machen muss, ist, dass wir ohne Mikrobiom überhaupt nicht lebensfähig werden. Das heißt, das Mikrobiom ist für uns essentiell. Die Mikrobiota im Gastrointestinaltrakt steuert ganz viele physiologische Funktionen, steuert das Immunsystem. Und wenn wir versuchen, keimfrei zu leben, dann ist das sicher vergeblich und hat das deletäre Folgen. Ich möchte am Anfang drei kurze Begriffe definieren. Das eine ist die Mikrobiota, das heißt die Gesamtheit der uns besiedelnden Organismen. Das andere ist das Mikrobiom, die Gesamtheit der Gene. Und dann viel, viel wichtiger und viel weniger verstanden ist das Metabolom der Mikrobiota. Wir haben gelernt, dass die Deskription der Mikrobiota nur einen sehr oberflächlichen Blick überhaupt ermöglicht, wenn wir das Mikrobiom verstehen, wenn wir die Interaktion zwischen uns und dem Mikrobiom verstehen, müssen wir viel mehr über das Metabolom wissen und das trifft auch für maligne Erkrankungen zu. Kurz zur Einführung, wie ist das Verhältnis von Bakterien zu Mensch? Das ist etwa eine 1 zu 1,5 Ratio zwischen Zellen im menschlichen Körper und Zahl der Bakterien im gastrointestinalen Mikrobiom. Wenn wir es aber molekulargenetisch betrachten, das heißt, wenn wir die Erbinformation analysieren würden, dann sehen Sie, dass wenn ich zum Beispiel in so einen riesigen Smoothie-Maker falle und homogenisiert werden würde und man würde diese Probe einem Molekulargenetiker geben, dann würde der sagen 90% Bakterium, 10% Kontamination durch Mensch. Also das Mikrobiom ist deutlich dominant im Verhältnis zu unseren humanen Erbinformationen. Und seit vielen Jahren gibt es eben den Zusammenhang zwischen dem gastrointestinalen Mikrobiom und Cancer und die Grundlagen und die aktuellen Entwicklungen möchte ich Ihnen im Folgenden darstellen. Und wenn wir uns mit Mikrobiom und Malignomen beschäftigen, dann ist es immer wichtig, die Frage zu stellen, gibt es hier Kausalität oder beobachten wir hier Assoziationen? Und um die Frage der Kausalität zu beantworten, sind diese sogenannten Hill'schen Kriterien von Bedeutung. Und das ist etwas, was wir anlegen sollten, wenn wir alle arbeiten und auch wenn sie in sehr renommierten Journalen publiziert sind, wenn wir Arbeiten betrachten. Und das ist zum einen die Frage der Stärke der Assoziation, wobei das sicher der Punkt ist, der das geringste Gewicht hat. Dann die Frage der Reproduzierbarkeit, die Frage der Spezifität des Effektes, zeitliche Zusammenhänge, Dosisabhängigkeiten oder biologische Gradienten, Kohärenzen zwischen Laborergebnissen und klinischer Beobachtung, biologische Plausibilität und Analogie. Das heißt, die Tatsache, dass bei einer bestimmten Erkrankung das Mikrobiom verändert ist, bedeutet natürlich nicht,
dass die Mikrobiomveränderung kausal für die Erkrankung verantwortlich zu machen ist. Es kann genauso gut sein, dass die Mikrobiomveränderung Folge der Erkrankung ist oder Folge der Therapie. Also Vorsicht bei der Interpretation von Ergebnissen. Und wenn wir dann mal in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen, 1975 uns eine Arbeit betrachten, eben aus dem Tiermodell zu kolorektalen Karzinomen, dann ist das ein relativ einfacher Ansatz. Und zwar sind hier keimfrei gehaltene Mäuse beziehungsweise normal gehaltene Mäuse mit einem Kanzerogen belastet worden und es ist die Frage beantwortet worden, wie entstehen kolorektale Karzinome. Und Sie sehen, dass die keimfrei gehaltenen Mäuse wesentlich seltener kolorektale Karzinome entwickeln als die konventionell gehaltenen Tiere. Also ein erster Hinweis darauf, dass das Mikrobiom und Kanzerogenese miteinander verknüpft ist. Und aufbauend auf diese Untersuchung hat es denn tatsächlich eine ganze Reihe von Studien gegeben, die ich Ihnen hier mal exemplarisch zusammengestellt habe, die sich mit der Zusammensetzung des Mikrobioms beschäftigen. Und wenn wir dann Patienten mit kolorektalen Karzinomen analysieren, dann sehen wir, dass bestimmte Spezies im Tumor häufiger nachzuweisen sind, Enteropathogene hier nachzuweisen sind und andere Spezies in der Normalschleimhaut nachzuweisen sind, wir aber auch Spezies finden, die weniger häufig zu beobachten sind. Also das ist das, was ich mit Assoziation von Phänomenen bezeichne. Wir haben eine Zunahme in der Abundanz von bestimmten Phyllen, auf der anderen Seite eine Abnahme und das eben bei Patienten mit kolorektalen Karzinomen. Detaillierter wird es, wenn man zum Beispiel Patienten mit einer familiären Adenomatosis polyposis anguckt und hier In-Situ-Hybridisierung durchführt, dann stellt man fest, dass auf den Polypen in dem Biofilm eben doch bestimmte Enteropathogene, Kolitoxin produzierende E. coli oder enterotoxinogene Bacteroides frigalis Spezies gehäuft nachzuweisen sind. Und dieses eben hier in der Fischfärbung im Biofilm über dem Adenom, über dem Polypen im Vergleich zur Normalschleimhaut. Das heißt, hier wieder eine Assoziation zwischen bestimmten Spezies und einer Tumormanifestation. Und die Frage ist das jetzt kausal von Bedeutung? Da zeige ich Ihnen eine Arbeit, die vor gut einem Jahr in Nature publiziert wurde. Und zwar hat man hier eben genau diese Enteropathogene, die gehäuft in den Polypen nachzuweisen sind, in ein experimentelles Modell, in ein Organoid eingebracht, in ein humanes Organoid und hat sich die Frage gestellt, ob, wenn man diese Bakterien hier in diese Organoide einspritzt, ob es dann zu Phänomenen der Mutagenese kommt. Und das konnte doch sehr eindrucksvoll in dieser Untersuchung nachgewiesen werden. Das heißt, ein Befund, der andeutet, dass wir es hier nicht nur mit Assoziation, sondern eben auch mit Kausalität zu tun haben können. Und das Ganze ist natürlich für den Gastroenterologen von großem Interesse. Von großem Interesse, weil das kolorektale Karzinom mit einer kumulativen Lebenswahrscheinlichkeit von 6-7% natürlich eine relevante Krebserkrankung ist und weil Gastroenterologen wissen, dass durch Vorsorgekoloskopie im Leben gerettet werden kann. Und die Frage stellt sich, ob eben nicht nur die klassische Vorsorgekoloskopie, sondern vielleicht moderne molekulargenetische Untersuchungen auch ein Beitrag zur Früherkennung des kolorektalen Karzinoms liefern können
oder ob Sie vielleicht einen Beitrag zur Abschätzung, zur Prädiktion von Krankheitsverläufen liefern können. Und das ist eine Untersuchung, die ist 2018 in Gastroenterology publiziert worden. Und hier hat man sich nicht mit Bakterien beschäftigt, sondern man hat sich mit dem gastrointestinalen Virom beschäftigt, also ein anderes Kompartiment aus der gastrointestinalen Mikrobiota, und hat in der Tat nachweisen können, dass bestimmte Muster bei Patienten, die eine Progression zum kolorektalen Karzinom und verminderter Überleben haben, bei diesen Patienten nachzuweisen sind. Das Problem bei dieser Untersuchung ist, dass es für größere Kohorten gut funktioniert, dass aber der individuelle Vorhersagewert für den einzelnen Patienten aufgrund von zu niedriger Sensitivität und Spezifität unzureichend ist. Und natürlich möchten Patienten, wenn wir zum Beispiel mikrobiota-basierte Untersuchung anbieten, dann möchten die Patienten wissen, ob sie als einzelnes Individuum jetzt ein Risiko, eine Präkanzerose oder vielleicht sogar schon ein Karzinom haben. Das heißt, Kohortenstudien können hypothesenbildend sein, sind aber noch weit vom klinischen Einsatz entfernt, weil eben die individuelle Vorhersagekraft doch sehr begrenzt ist. Gehen wir zu einem anderen Tumor, gehen wir zum Pankreaskarzinom, ein Karzinom, wo ein großer Unmet Medical Need für effektivere Therapiemaßnahmen besteht. Und hier hat man, und das ist vor 2 Jahren in Cell publiziert, sich mit dem Tumormikrobiom im Pankreaskarzinom beschäftigt, beziehungsweise in dem umgebenden Darm, das heißt im Duodenum. Und das, was die Kollegen gesehen haben, ist, dass im Tumormikrobiom bei Patienten mit einer kurzen Überlebenszeit nach Diagnose des Pankreaskarzinoms die Diversität, also die Vielfältigkeit des Mikrobioms, deutlich reduziert ist. Vergleicht man diese Patienten mit Patienten mit einem Pankreaskarzinom, die eine lange Überlebenszeit haben, sieht man, dass die Diversität des Mikrobioms deutlich erhöht ist. Also auch hier ein deskriptiver Unterschied. Auf der einen Seite niedrige Diversität, kurze Überlebenszeit, auf der anderen Seite hohe Diversität, lange Überlebenszeit. Und die Frage ist, hat denn das eine Bedeutung oder ist auch dieses nur eine Assoziation? Und dazu wurden aus den Tumoren die Mikrobiota isoliert und kultiviert und dann auf Mäuse übertragen. Und wir haben hier 3 Szenarien. Wir haben Mikrobiota von Patienten mit Pankreaskarzinom, die eine kurze Überlebenszeit haben. Wir haben Mikrobiota von Patienten mit einer langen Überlebenszeit und wir haben gesunde Kontrollen. Und diese Mäuse bekommen eben dieses humane Mikrobiom, und nachdem sich dieses humane Mikrobiom aus den 3 Gruppen etabliert hat, wurde eine Pankreaskarzinom-Zelllinie den Mäusen injiziert. Und was kommt raus? Das sehen Sie hier, dass das Tumorvolumen der bei den Mäusen, die das Mikrobiom von den Patienten mit der kurzen Überlebenszeit bekommen haben, dass das Tumorvolumen signifikant höher ist, als wenn sie von Gesunden oder Patienten mit einer langen Überlebenszeit die Mikrobiota in diese Tumoren übertragen. Und die Autoren erklären das dadurch, dass eben diese hohe Vielfältigkeit, diese hohe Diversität die immunologische Antwort auf den Tumor triggert, und wenn die Diversität reduziert ist, dann ist diese immunologische Antwort vermindert und es kommt zu einem raschen Progression der Tumorerkrankung. Nun können Sie sagen, naja, das sind zum Teil deskriptive Studien bei Patientenkohorten, sind Tierexperimente, aber gibt es denn Daten, die zeigen, dass tatsächlich die Mikrobiota
kausal für die Tumorerkrankung verantwortlich ist, und gibt es Interventionen, die wir bereits jetzt schon durchführen können. Und da möchte ich Sie auf eine aktuelle Arbeit hinweisen, die letztes Jahr im New England Journal publiziert wurde. Und zwar hat man sich hier mit dem Effekt von Helicobacter pylori bei erstgradig verwandten Patienten oder bei erstgradig Verwandten von Patienten mit Magenkarzinom beschäftigt. Und das sind immerhin 3.100 erstgradige Verwandte, die gescreent wurden. In diese Untersuchung hat man dann mehr als 1.800 Patienten aufgenommen, und in einer Intention-to-Treat-Analyse konnten mehr als 1.676 Patienten analysiert werden. Diese Patienten wurden für 9,2 Jahre im Median nachbeobachtet, also eine schon frühzeitig begonnene prospektive Studie mit einem großen Patientenkollektiv. Und wir haben hier zwei Gruppen. Die eine Gruppe, das sind Angehörige von Patienten mit Magenkarzinom, die eine Eradikationstherapie gegen Helicobacter bekommen haben, und die anderen haben keine Therapie bekommen. Und aus der Eradikationstherapie folgte tatsächlich eine Eradikationsrate von 70%, was den Helicobacter betrifft, hier nur von 7%. Und was kommt raus? Wie sind die Ergebnisse? Und Sie sehen hier die kumulative Wahrscheinlichkeit über die Zeit, dass die Patienten Magenkarzinome entwickeln. Und hier ist es in im einstelligen Prozentbereich aufgetragen, und Sie sehen, dass nach 10 Jahren etwa 4% der Angehörigen, bei denen eine Placebotherapie durchgeführt wurde, ein Magenkarzinom entwickeln, und dass bei den Patienten, die eine Eradikationstherapie bekommen haben, die Häufigkeit nur noch bei 1% liegt. Und wenn man dann diese Ergebnisse noch genauer betrachtet, und das ist hier dargestellt, dann sieht man, dass das Magenkarzinom in der Therapiegruppe 10-mal aufgetreten ist, 23-mal in der Placebo-Gruppe. Und so, wenn wir jetzt betrachten, wie ist denn das in der Therapiegruppe mit dem Erfolg der Eradikationstherapie beziehungsweise mit dem Misserfolg, dann sehen Sie, wenn die Eradikationstherapie, ich hatte gesagt, 70% Eradikationswahrscheinlichkeit, wenn die Eradikationstherapie erfolgreich ist, Magenkarzinom in 0,8% der Fälle, 5 von 608, bei persistierender Helicobacter pylori-Infektion 2,9, und das ist genauso häufig wie in der Placebo-Gruppe. Das heißt, in der Zusammenfassung ist klar, dass eine Intervention, die gegen die Mikrobiota, gegen Helicobacter pylori gerichtet ist, bei Angehörigen von Patienten mit Magenkarzinom, erstgradig Verwandten von Patienten mit Magenkarzinom, die Helicobacter pylori positiv ist, tatsächlich die Häufigkeit des Magenkarzinoms reduzieren kann. Und das ist sicher eine der besten klinischen Studien, die aufzeigen, dass Mikrobiota-adressierte Therapien in der Onkologie wirksam sein können. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann wäre so das erste Zwischenfazit, dass bestimmte bakterielle Gemeinschaften, definierte Fühler, vielleicht sagen einige immer noch hochwahrscheinlich. Ich denke, das hochwahrscheinlich können wir, was den aktuellen Stand des Wissens betrifft, streichen. Bestimmte bakterielle Gemeinschaften müssen als kanzerogen, krankheitsauslösend betrachtet werden. Nun ist die Frage, ich hatte ja schon gesagt, so Mikrobiota, ist das ein Ansatz, den wir vielleicht auch in der Vorsorge einsetzen können? Könnte in Zukunft so eine Mikrobiomanalyse zum Beispiel einen fäkalen immunologischen Bluttest ersetzen, wenn dieser Zusammenhang doch so deutlich ist? Und hierzu zeige ich Ihnen eine Arbeit, die vor 3 Jahren schon publiziert wurde und die das aufgreift, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn Sie einen Rektalabstrich durchführen, beziehungsweise wenn Sie das orale und das fäkale
Mikrobiom gemeinsam analysieren und das bei Patienten mit kolorektalen Karzinomen bzw. Adenomen betrachten, dann sehen Sie, dass die Sensitivität und Spezifität für den Rektalabstrich bei kolorektalen Karzinomen 53, für Adenome 67% ist und die Spezifität aber mit 93% sehr, sehr hoch. Heißt aber auch, dass wenn Sie so etwas als Vorsorge-Screening-Tool etablieren würden, dass Sie jeden zweiten Patienten mit einem kolorektalen Karzinom und ein von drei Patienten mit einem Adenom übersehen würden. Das bedeutet, das ist für die tagtägliche Routine 2021 nicht sinnvoll, nicht einsatzfähig. Hier müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um zu belegen, dass es tatsächlich im klinischen Einsatz sinnvoll ist. Wenn man dann oral und fäkal kombiniert, dann kommt man in eine Größenordnung von 76-88%, was die Adenome betrifft. Und das ist in etwa auch die Größenordnung, wie Sie die mit den immunologischen fäkalen okkulten Bluttesten dann erreichen. Das heißt, im Vergleich ist dieser Mikrobiota-Ansatz langwieriger, teurer, kostenintensiver und bietet keinen Vorteil. Also für das Screening von Menschen, Mikrobiota-analysierte Untersuchungen zurzeit nicht etabliert. Und ob es überhaupt mal Routine werden kann, ist eine offene Frage. Warum ist das so? Und das möchte ich Ihnen an 3-4 Folien zeigen. Und die erste Folie ist, dass natürlich unsere Mikrobiota durch die Ernährung rasch und reproduzierbar verändert wird. Hier mal aufgetragen, so die Diversität und die der Mikrobiota. Und Sie sehen, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen mal so 4 Tage auf Fleisch verzichten, dann nimmt die Diversität deutlich zu. Wenn Sie dann zum Wochenende das, was in Thüringen Regel ist, das verlängerte Grillwochenende einleiten und ganz viel Fleisch essen, nimmt die Diversität deutlich ab. Und es ist klar, dass eine möglicherweise tumorspezifische Mikrobiomdiagnostik durch solche Faktoren beeinflusst wird. Ein anderer Punkt ist, den ich hochspannend finde, ist, dass aber auch das physiologische Mikrobiom einer zirkadianen Rhythmik unterliegt. Das sind Ergebnisse, durch die Arbeitsgruppe und der Kalla publiziert wurden. Und Sie sehen hier mal Vielfältigkeit. Und die allermeisten Stuhlproben zur Mikrobiomanalyse sind so morgens, wenn viele Menschen auf Toilette gehen, so gegen 8 Uhr gewonnen worden. Es gibt aber auch einige Menschen, bei denen eine Defekation um 16, 20 oder 24 Uhr einsetzt. Und wenn man das analysiert, dann stellt man fest, dass sich die Diversität des Mikrobioms, die Zusammensetzung verändert. Und interessanterweise ist es so, dass bei Patienten mit Prädiabetes bzw. Diabetes mellitus diese Sinus-Cosinus-artigen Kurven aufgehoben sind. Das heißt, wir haben eine Störung der zirkadianen Rhythmik des physiologischen Mikrobioms bei Patienten mit einer Diabetes-Prädisposition, beziehungsweise Diabetes, was andeutet, dass die Störung möglicherweise krankheitsspezifisch ist, was auf der anderen Seite aber auch ausdrückt, dass man die Frage stellen muss, wann denn die Stuhlprobe überhaupt gewonnen wurde, um die Ergebnisse zu interpretieren. Das heißt, das Ganze wird komplexer. Und dann zeige ich Ihnen eine Arbeit, die bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen durchgeführt wurde. Das ist das Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Und hier sind Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa mit Kontrollen verglichen worden. Und ja, man kann bei Patienten mit Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa aufgrund von Mikrobiomanalysen das unterscheiden. Also wenn wir das zum Beispiel hier angucken, die blauen Punkte, das sind Kontrollen und hier orange, das sind Patienten mit Morbus Crohn und so dann die roten Kreise, das sind Patienten mit Colitis ulcerosa. Was Sie aber auch sehen ist, dass die Lebensumstände, also da, wo der Mensch lebt, ob in Deutschland oder Litauen oder die Abstammung des Patienten, einen viel stärkeren Einfluss hat auf das Clustern dieser Mikrobiomanalysen, sodass äußere Umgebung, natürlich Lebensumstände eben Einfluss auf das Mikrobiom haben. Und man müsste, wenn man jetzt vorsorgebasierte Mikrobiomdiagnostik macht, dieses natürlich alles sehr sauber rausrechnen, müsste eben unabhängig von der geografischen Situation Muster identifizieren, die tatsächlich spezifisch dann auch Malignome vorhersagen. Und da sind wir noch weit entfernt. Kommen wir, und das ist ja schon eben angesprochen, zu den Checkpoint-Inhibitor-Therapien. Was gibt es zu den Checkpoint-Inhibitor-Therapien und zum Mikrobiom zu sagen? Das erste ist, was ich Ihnen zeigen möchte, dass eine der häufigen Komplikationen bei einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie die Immunkolitis ist. Und diese Patienten teilweise unter sehr schweren, wässrigen Diarrhöen leiden, die die Lebensqualität der Patienten deutlich beeinflussen und die auch nicht immer leicht zu behandeln sind. Standardtherapie, das wissen Sie viel besser als ich, ist die Steroidtherapie oder in schweren Fällen die Gabe von TNF-Antikörpern, das hat sich mittlerweile etabliert. Ich zeige Ihnen hier aber mal eine Kasuistik von einem Patienten aus Dresden, der ein metastasierendes Schleimhautmelanom hatte, der mehrere Checkpoint-Inhibitor-Therapien bekommen hat und dann im März 2020 eine ausgeprägte Immunkolitis entwickelt hat. Unter einer Steroidstoßtherapie, unter einer Therapie mit Infliximab und unter einer experimentellen Therapie, einer extrakorporalen Photophorese, konnte die Symptomatik bei dem Patienten nicht ausreichend kontrolliert werden. Als zusätzliche Komplikation ist es dann noch zu einer Reaktivierung einer CMV-Kolitis gekommen. Und der Patient wurde uns dann vorgestellt mit der Frage, ob man bei diesem Patienten in Analogie zu Publikation einen fäkalen Mikrobiota-Transfer durchführen kann. Das haben wir bei dem Patienten als individuellen Heilversuch gemacht, indem koloskopisch ein fäkaler Mikrobiomtransfer durchgeführt wurde und dann 4 Wochen verkapseltes Mikrobiom bei dem Patienten gegeben wurde. Und Sie sehen hier aufgetragen die Stuhlfrequenz und hier ist die Koloskopie durchgeführt worden und mit fäkalem Mikrobiomtransfer kam es zu einem raschen Sistieren der Diarrhöen mit normalen Stuhlentleerung. Der Patient hat hier dann so an 2 Tagen so einen Peak gehabt. Warum das ist unklar. Im weiteren Verlauf konnte dieses günstige Ergebnis bei dem Patienten aber stabilisiert werden. Und das wirft dann die Frage auf, ob, wenn man die Darmmikrobiota moduliert, ob man damit Malignome beeinflussen kann. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Und dieses Feld wird natürlich durch regulatorische Anforderungen an fäkalen Mikrobiomtransfer bestimmt. Da können wir vielleicht in der Diskussion drauf eingehen. Aber die Frage ist, gibt es tatsächlich hier eine Evidenz? Und das ist diese Arbeit, oder nee, das ist eine Arbeit bei Patienten, die sich mit kleinzelligen Lungenkarzinomen beschäftigen, die eine Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie bekommen. Und was man hier gemacht hat, man hat PET-Untersuchungen ausgewertet
Man hat im PET die Anreicherung bzw. die Aktivität im Kolonrahmen analysiert. Und die Überlegung war, wenn das Mikrobiom wenig divers ist, wenn wir also diesen Verlust an Diversität haben, dann haben wir auch eine latente Entzündung im Kolon, die sich durch eine verstärkte Anreicherung im PET dann nachweist. Und das ist tatsächlich auch durch Mikrobiomanalysen in dieser Untersuchung gezeigt worden. Und wenn man dann mal das Überleben der Patienten betrachtet, dann gibt es Patienten, die eine niedrige Anreicherung des Radionuklids im Kolon haben. Niedrige Anreicherung steht für hohe Diversität. Und es gibt Patienten, die haben eine hohe Anreicherung. Hohe Anreicherung steht für niedrige Diversität. Und Sie sehen, dass die Überlebenskurven bei diesen Patienten auseinanderlaufen. Die mit der durch PET-CT nachgewiesenen hohen Diversität haben eine günstigere Überlebenskurve als die Patienten mit einer niedrigen Diversität. Also ein Hinweis darauf, dass das Mikrobiom, die Vielfältigkeit im Mikrobiom und die Checkpoint-Inhibitor-Therapie von Interesse sein könnte. Und das ist diese Arbeit, die schon mehrfach angesprochen wurde, wo man bei Patienten mit einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie, die ein malignes Melanom hatten und sich therapierefraktär gezeigt haben, einen fäkalen Mikrobiota-Transplantation durchgeführt hat. Und das sind insgesamt 10 Patienten gewesen und man sieht, bei einigen Patienten tut sich gar nichts. Bei 3 Patienten ist es zu einer Regression des Tumors gekommen und bei einem Patienten sogar zu einer vollständigen Rückbildung. Und die Autoren interpretieren das als einen Hinweis darauf, dass das transplantierte Mikrobiom zu einer Rekonstitution der immunologischen Abwehr bei dem Patienten führt und dass diese verbesserte immunologische Abwehr unter der Checkpoint-Inhibitor-Therapie dann zu einer besseren Tumorkontrolle führt. Kleine Fallzahl, hochspekulativ, aber interessanter Ansatz, der sicher durch weitere Folien verfolgt werden sollte. Und eine andere Arbeitsgruppe hat ähnliche, Entschuldigung, das ist dann hier nochmal aus dieser Studie eine PET-CT-Untersuchung zum Nachweis der Tumorlast. Und Sie sehen, bei dem Patienten, der vollständig angesprochen hat, ist es zu einer vollständigen Rückbildung des malignen Melanoms nach FMT gekommen. Das, was ich Ihnen kurz zum Abschluss noch zeigen möchte, ist Zusammenhang Mikrobiom und Knochenmarkstransplantation. Das hat ja in Jena eine ganz, ganz lange Tradition und deshalb hier einige Anmerkungen dazu. Die Arbeitsgruppe von Ernst Holler hat sich mit der Frage Mikrobiom und Knochenmarkstransplantation Graft versus Host Reaktion schon sehr frühzeitig beschäftigt. Und Sie müssen wissen, dass wenn man Metabolite des gastrointestinalen Mikrobioms im Urin quantifiziert, das sind hier so spezifische Sulfate, dann kann man aus der Menge dieser Metabolite auf die Vielfältigkeit, auf die Diversität des Mikrobioms schließen. Und das ist hier in einer größeren Kohorte von Patienten nach Knochenmarkstransplantation durchgeführt worden und das Überleben ist analysiert worden. Und dann, wenn die Ausscheidung dieser Metabolite hoch ist, als Hinweis für eine hohe Diversität, ist die Prognose der Patienten signifikant besser als dann, wenn die Ausscheidung der Metabolite niedrig ist, als Beleg für eine niedrige Diversität. Und die Hypothese ist, dass die Diversität des Mikrobioms bei Zustand nach Knochenmarkstransplantation mit dem Outcome der Patienten kausal verknüpft ist. Und das ist durch eine weitere Untersuchung erhärtet worden, die bereits 2017 publiziert wurde.
Und zwar hat man auch hier das fäkale Mikrobiom analysiert und die Frage gestellt, ob die Zusammensetzung, die Diversität der Mikrobiota ein Prädiktor für schwere GVHD-Reaktionen nach Stammzelltransplantationen sind. Und Sie sehen hier aufgetragen den Diversitätsindex. Sie sehen hier den Diversitätsindex bei den Knochenmarkspendern. Sie sehen hier ihn bei Patienten ohne GVHD und hier in aufsteigender Stärke der GVHD, hier Grad 4, eine Abnahme des Diversitätsindex. Also das, was die Arbeitsgruppe von Holler beschrieben hat, ist durch diese Untersuchung bestätigt worden. Niedrige Diversität des gastrointestinalen Mikrobioms bei Knochenmarkstransplantation ist ein Prädiktor für schwere GVHD-Reaktionen. Und das ist im letzten Jahr im New England Journal in einer großen Studie, die verschiedene Kohorten aus verschiedenen Ländern zusammenfasst, nochmal überprüft worden. Mehr als 1800 Patienten. Und auch hier sehen Sie, hohe Diversität ist in der Kohorte 1 mit einem besseren Überleben verbunden als niedrige Diversität. Und die Bestätigungskohorten sind, oder die Validierungskohorten bestätigen das Ergebnis. Hohe Diversität ist günstig, niedrige Diversität reduziert das Überleben der Patienten deutlich. Und wenn Sie sich hier nach anderthalb Jahren das mal angucken, dann sehen Sie, dass in dieser Kohorte der Unterschied mehr als 20% ausmacht, in dieser Kohorte hier etwa 10%. Und warum ist das so? Warum könnte das so sein? Und da möchte ich auf eine ganz alte Arbeit, die vor 8 Jahren publiziert wurde, in Nature publiziert wurde, hinweisen. Und zwar hat sich diese Arbeit mit Metaboliten der gastrointestinalen Mikrobiota beschäftigt. Und Butyrat, kurzkettige Fettsäure, induziert, wenn es systemisch aufgenommen wird, regulatorische T-Zellen. Das heißt, wenn Ihre Mikrobiota viel Butyrat produziert, dann haben Sie viel regulatorische T-Zellen. Und das ist möglicherweise die Erklärung für die Phänomene, die Sie hier sehen. Eine hochdiverse Mikrobiota mit Produktion von viel Butyrat führt zu viel, regulatorischen T-Zellen, die dann GVHD und vielleicht auch andere Autoimmunerkrankungen unterstützen. Und wenn das so ist, stellt sich ja die Frage, sollte man bei Patienten mit Malignomen, vielleicht mit Patienten bei Zustand nach Knochenmarkstransplantation, die eine sehr niedrige Diversität haben, aufgrund vorheriger Antibiotikagabe, sollte man bei den Patienten einen fäkalen Mikrobiomtransfer durchführen? Ist die Datendichte schon so groß, dass man das machen konnte? Ist das sinnvoll? Und im Januar diesen Jahres in Nature Communication publiziert die Dynamik des bakteriellen Mikrobioms, des Mykobioms, also der Pilze im Darm und des Viroms nach fäkaler Mikrobiota-Transplantation bei Patienten mit Graft versus Host Disease. Und Sie sehen hier aufgetragen die Metabolite der Patienten. Und wenn dann ein FMT repetitiv durchgeführt wird, hier der erste, hier der zweite, hier der dritte und hier der vierte, dann können Sie ein Metabolom, und ich hatte ja auf die Bedeutung des Butyrats hingewiesen, ein Metabolom erreichen, was ähnlich ist wie bei Gesunden. Das heißt, FMT bei Patienten mit Graft versus Host kann das Metabolom in Richtung Gesundung verändern und hat das tatsächlich dann auch Auswirkungen auf die Krankheitsaktivität. Und das ist hier ein
Brief Report, also eine erste Beschreibung, die eben zeigt, dass eine fäkale Mikrobiomtransplantation bei Patienten mit einer steroidresistenten akuten Graft-versus-Host-Reaktion im Darm tatsächlich die Häufigkeit von Durchfällen, die Häufigkeit von Hämatochezie und die Häufigkeit von abdominellen Schmerzen reduzieren kann. Aber natürlich alles Fallserien bei ausgewählten Patienten, sicher in einer Situation, wo die etablierten therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und sicher nicht Grundlage für den unkontrollierten Einsatz von FMT in dieser Situation. Und weil es nicht unkontrolliert ist, gibt es aktuell mehrere Studien, die die Frage adressieren, ob FMT bei GVHD ein sinnvoller Ansatz ist. In Deutschland gibt es zurzeit keine Studie, die aktiv durchgeführt wird. Zumindest ist in ClinicalTrials.gov keine Studie aufgeführt. Ich will zum Schluss noch kurz etwas zum FMT sagen. Wer hat die Hoheit über den FMT? Und das ist in Deutschland relativ einfach, relativ klar geregelt. Ein FMT, ein fäkaler Mikrobiomtransfer in Deutschland, ist die Gabe eines Medikamentes. Und wenn es die Gabe eines Medikamentes ist, dann unterliegt diese Gabe eines Medikamentes dem Arzneimittelgesetz. Und wenn Sie müssen das nach AMG machen. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Wenn Sie es im Rahmen einer klinischen Studie durchführen, brauchen Sie eine hochkomplexe, hochanspruchsvolle BfArM-Genehmigung. Wenn Sie es als individuellen Heilversuch bei einem Patienten machen, dürfen Sie es nur machen, wenn Sie selber als Person auch tatsächlich das Transplantat aufarbeiten, herstellen und dem Patienten dann geben. Und die Frage ist, ist das so richtig? Es gibt verschiedene pharmazeutische Kompanien, die sich mit dem fäkalen Mikrobiom beschäftigen, die es auch rekombinant herstellen wollen, die durchaus Interesse daran haben, dass fäkales Mikrobiom oder Derivate vom fäkalen Mikrobiom weiterhin als Arzneimittel verstanden werden. Das hat dann natürlich auch was mit Produktionskosten, aber auch mit Vertriebskosten und mit Gewinnmargen zu tun. Und es gibt eben auf der anderen Seite Wissenschaftler, die Möglichkeiten des fäkalen Transplantation in klinischen Studien überprüfen wollen und zumindest in Deutschland vor hohe regulatorische Hürden gestellt worden. Und damit, meine Damen und Herren, möchte ich schließen und möchte Ihnen zum Abschluss diese Arbeit zeigen, die 2018 in Nature publiziert wurde. Sie wissen, dass es in Nature immer solche Outlook-Reviews gibt. Was wird uns in den nächsten Jahren erwarten? Was ist die Zukunft der Medizin? Und in dieser Arbeit ist ganz klar dargestellt, dass das Mikrobiom, die Beschäftigung mit dem Mikrobiom zur Zukunft der Medizin gehört. Und ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass es so spannende Befunde gibt, dass aber viele dieser Befunde noch der Validierung bedürfen, bevor wir es tatsächlich in unsere klinische Routine einsetzen können. Auf der anderen Seite sind die Befunde so spannend, die therapeutischen Effekte so groß, dass es eine vertane Chance wäre, wenn wir uns mit diesen Fragestellungen nicht beschäftigen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für diese Aufmerksamkeit 10 Minuten vor der Heute-Sendung. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für diesen wirklich fantastischen Vortrag, der auch viele Fragen aufwirft. Die ersten sind schon am Drucken oder am Schreiben. Deswegen fange ich, bis das ausgeschrieben ist, schon mal an. Sie hatten dieses sehr, sehr schöne Paper, Cell Paper von Rick Whalen gezeigt hinsichtlich Mikrobiom und Nahrung.
und hatten dann auch deutlich gezeigt, dass man in der Maus, also wenn man von Patienten, die eben Langzeitüberleben zeigen, gegen denen, die wenig Überleben zeigen oder auch gesunder Kontrolle, deutliche Unterschiede nachweisen konnte. Aber es war ja erschreckend großer Range in allen Gruppen, ja. Und das ist so ein bisschen meine Frage. Sehen Sie denn eine Chance, das hatte ich vorhin auch schon mal gefragt, hinsichtlich dem multifaktoriellen Einflüssen aufs Mikrobiom, haben wir wirklich eine Chance, mehr in die Tailored Therapy bei Patienten zu gehen, wenn man sich doch solche großen Unterschiede innerhalb einer eben Langzeitüberleber oder eben nicht überlebenden anschaut? Also die Frage, die Sie formulieren, ist im Grunde genommen die Schlüsselfrage. Das ist die Schlüsselfrage, was braucht der individuelle Patient als Mikrobiom, um seine Erkrankung zu überwinden? Und wir sind weit, weit davon entfernt, die Frage zu beantworten, was ein individueller Patient braucht. Wir wissen nicht mal, was ein individuelles gesundes Mikrobiom ist. Ihr Mikrobiom ist ganz anders als mein Mikrobiom. Ich hoffe, Ihr Mikrobiom ist gesünder als meins. Aber das, was wir zurzeit machen, ist, wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit der Taxonomie, mit der Zusammensetzung. Und viel, viel wichtiger, das ist vielleicht in dem Vortrag dann auch nicht so richtig deutlich geworden, weil die Datenlage dafür natürlich viel schlechter ist. Viel, viel wichtiger ist das Metabolom, die Funktion der Mikrobiota. Und es kann durchaus sein, dass bestimmte Spezies fehlen und dass aber kompensatorisch von anderen Spezies diese Defizite in der Funktion dann ausgeglichen werden und das Metabolom sozusagen, obwohl Spezies fehlen, intakt ist. Das heißt, viel wichtiger wäre es, auf die metabolomischen Funktionen der Mikrobiota bei individuellen Patienten zu gucken. Und vielleicht liegt die Zukunft dann eben auch daran, dass man Präbiotika und Probiotika kombiniert, um individualisiert für den Patienten einen Ansatz zu liefern. Aber da ist sicher noch ganz viel Arbeit durchzuführen. Dann im Live-Chat sieht man im Moment ganz viele begeisterte Dankessprüche an Sie von Christian Drosten als Gast, der ganz begeistert ist, als Virologe zu dem Thema Mikrobiom was zu hören, aber auch von vielen Kollegen hier aus dem UKL. Vom Andreas Dietz kommt die Frage, kann man in Studien prinzipiell anstatt FMT auch orale Bakterienkonzentrate untersuchen? Wie effektiv ist eine konsequente Diät zur Erzeugung der gewünschten Diversität? Also, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich würde es nicht Diät nennen, ich würde es Nahrung nennen. Eine vielfältige Nahrung, eine vielfältige Ernährung, die sich an dem orientiert, was zum Beispiel Italiener essen, vielleicht angereichert mit etwas Sushi und durchaus auch ein-, zweimal in der Woche ein Glas Rotwein, führt zu einem diversen Mikrobiom. Wenn wir es schaffen, ich glaube, das ist in Sachsen wahrscheinlich ein ähnlich großes Problem wie in Thüringen, wenn wir es schaffen, unseren Fleisch- und Wurstkonsum zu reduzieren. Fleisch- und Wurstkonsum, ein überhöhter Fleisch- und Wurstkonsum reduziert die Diversität. Gemüse, Obst, Ballaststoffe, vermeiden von Antibiotika, vermeiden auch von Schmerzmitteln, sind der Schlüssel hin zu einem gesunden Mikrobiom. Es gibt, und da komme ich auf die C. diff-Problematik zurück, das ist ja durch meinen Vorredner exzellent dargestellt worden, die beste Behandlung zur Therapie der rekurrenten C. diff Erkrankung ist der fäkale Mikrobiomtransfer. Gibt es kontrollierte Interventionsstudien, die das ohne Zweifel zeigen.
Und aufbauend auf diese Ergebnisse versuchen verschiedene Firmen, so etwas wie ein rekombinanten FMT durchzuführen. Das heißt, verschiedene Fülle zu kombinieren, die rekombinant in Reaktoren herzustellen und dann dem Patienten zu geben. Das kann erfolgreich versprechend sein, ist aber der Nachweis bisher noch nicht geführt. Achim? Ich möchte mit meiner Frage an Ulrike Köhl anschließen. Im ersten Vortrag war ja das Mikrobiom eher so von der Darstellung her eine Konstante gewesen. Bei Ihnen war das dann ganz anders. Da war das hochvariabel. Ich drücke es mal salopp aus, dass was morgens richtig ist, muss abends schon nicht mehr stimmen, wenn wir an den zirkadianen Verlauf denken und so weiter, also wo das Ganze hochvariabel ist. Ja. So, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns ja jetzt. Jetzt sowohl bei der Prädiktion als auch jetzt bei der therapeutischen Intervention. Wir werden es hier nicht abschließend klären können, aber auf was schauen wir jetzt eher? Wirklich auf die Gesamtheit, also auch auf die Vielfalt die Vielfalt des Mikrobioms, was ja in manchen Studien so ein bisschen hervorgehoben wurde. Oder sind es doch nur die einzelnen Keime, die das unter sich ausmachen und die ganze restliche Vielfalt ist eigentlich eher Störgröße, wie es ja auch sein könnte, die immer noch dazu führt, dass die Prädiktion nicht höher ist, als sie bisher ist, wie Sie ja sehr treffend dargestellt haben? Also die Mikrobiota ist hochdynamisch und verändert sich über den Tag, verändert sich über die Woche. Das Metabolom unserer beider Mikrobiota ist relativ konstant. Das heißt, auf der beschreibenden Ebene haben wir Veränderungen, auf der funktionellen Ebene haben wir eher Konstanz. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass eine hohe Diversität die Kolonisation mit Pathobionten reduziert. Das heißt, je diverser das Mikrobiom ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Spezies, die ohne Zweifel kanzerogene Eigenschaften haben, Stichwort Helicobacter pylori, sich im zum Beispiel gastralen Mikrobiom etablieren können. Bedeutet, wir sollten auf hohe Diversität achten. Das können wir durch unsere Ernährung tun und das können wir dann tatsächlich auch durch das Vermeiden von bestimmten Medikamenten tun. Ob es für das kolorektale Karzinom oder das Pankreaskarzinom den Helicobacter pylori gibt, der eine Bedeutung ähnlich wie beim Magenkarzinom hat, das kann ich Ihnen nicht beantworten. So vor 15 Jahren hätte auch keiner oder vor 20 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass die Ulkuskrankheit eine Infektionskrankheit ist. Und deshalb ist ja auch zu Recht für die Entdeckung der Bedeutung von Helicobacter pylori der Nobelpreis verliehen worden. Also es wäre anmaßend, wenn ich jetzt sagen würde, das gibt's nicht, weil wir lernen, dass es in der Medizin alles gibt. Deshalb ist es ja für uns auch so faszinierend. So, wir haben noch zwei weitere Fragen, Bemerkungen aus dem Chat. Einmal von Herrn Albrecht. Hält eine hohe Keimdiversität das Immunsystem ständig in Aktivität, sodass eine Tumorabwehr gesteigert ist? Im Gegensatz ist eine Diversitätsabnahme von aggressiven Keimen ein Zeichen für eine Insuffizienz im Immunsystem. Liebe Grüße. Hohe Keimdiversität ist günstig, weil hohe Keimdiversität, Diversität des Mikrobioms über die Metaboliten zur Induktion von regulatorischen T-Zellen führt. Das kann Autoimmunerkrankungen reduzieren. Auf der anderen Seite ist hohe Keimdiversität auch wichtig, um vielfältige immunologische Auseinandersetzungen zu induzieren. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, dass unser gastrointestinales Immunsystem erst durch die Kolonisation des Gastrointestinaltraktes mit Mikrobiota entsteht. Das heißt, wenn wir gar keine Mikrobiota hätten im Gastrointestinaltrakt, hätten wir auch ein deutlich eingeschränkteres Immunsystem. Also Diversität ist wie in allen Ökosystemen, nicht nur bei Menschen, sondern auch im Wald, vielleicht das Schlüsselwort.
Und hier noch eine ganz spannende Frage von Herrn Jansen Winkeln, der auch begeistert ist über den Vortrag und fragt, und nicht nur in der Onkologie, auch in der Viszeralchirurgie ist das spannend, hier Anastomoseninsuffizienzen, ist das Mikrobiom durch Insuffizienzen verändert oder macht das spezielle Mikrobiom die Anastomoseninsuffizienzen? Spannende Frage. Es gibt Arbeiten, die Veränderung des Mikrobioms bei Patienten mit Anastomoseninsuffizienz beschreiben. Aber auch hier stellt sich die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Ist das veränderte Mikrobiom für die entstehende Anastomoseninsuffizienz verantwortlich zu machen? Oder ist die Anastomoseninsuffizienz für die Veränderung im Mikrobiom verantwortlich zu machen? Das ist meines Wissens zurzeit nicht abschließend geklärt. Und drückt das aus, was ich mit diesen Bradford-Hill-Kriterien so nochmal in den Mittelpunkt rücken wollte. Vielleicht ist es rübergekommen, dass ich mich für Mikrobiom oder begeistere. Aber bei aller Begeisterung muss man auch kritisch sein und nicht jede Veränderung hat tatsächlich auch eine kausale Bedeutung. Vielleicht eine allerletzte kleine Frage noch. Sie hatten diese Grafik gezeigt zu Diabetes und dem zirkadianen Rhythmik im Zusammenhang mit dem Mikrobiom. Weiß man da eigentlich Unterschiede? Weil ist ja pathophysiologisch ein ziemlicher Unterschied, ob man Typ 1 oder Typ 2 Diabetes hat. Macht das einen Unterschied hinsichtlich Mikrobiom? Weiß man da schon was? Also die Untersuchungen sind bei Patienten mit Prädiabetes Typ 2 gemacht worden und so beziehungsweise Diabetes mellitus Typ 2. Ich kann nicht sagen, ob es für Typ 1 Diabetiker ähnliche Veränderungen in der zirkadianen Rhythmik gibt. Es hat mich erschrocken, dass es im Mikrobiom eine zirkadiane Rhythmik gibt, weil das natürlich alle unsere Untersuchungen auch so ein bisschen in Frage stellt, weil wir nie gefragt haben, wenn wir von Patienten Stuhlproben bekommen, um eine Mikrobiomanalytik zu machen, wann die eigentlich abgenommen haben. Möglicherweise ist es ein Fehler gewesen. So, wir haben jetzt fast eine Punktlandung mit den Vorträgen und den Fragen. Ich danke nochmal auch beiden Sprechern, auch wenn unser anderer Sprecher schon wieder weg musste, ganz hervorragende Vorträge. Vielen Dank auch für die in diesen Tagen schwierige, aber doch sehr rege Diskussion. Auch allen Zuhörern herzliches Dankeschön. Wünsche allen einen sehr schönen Abend. Bleiben Sie auf jeden Fall alle gesund. Und das Schlusswort hat nochmal Florian Lordek. Danke, danke auch, Herr Stallmach. Und danke an die schöne Moderation, Ulrike Köhl und Achim Aigner.